Hallöchen Leute, wir machen weiter mit Dragon Ball Fighters und ich hoffe, dass ich es diesmal besser hinkriege, herauszufinden, was sie für die Spezialfähigkeiten eigentlich von mir wollen, aber wir machen erstmal mit der Story weiter. Ja. Ja. Colleen blickt auf den gefallenen Zerzan und verfällt in Rage. Er schwört, Son Goku zur jeden Zeit zu besiegen. Ja, das klingt doch nach etwas, das unsere Sache sein könnte. Wir gehen mal dahin. Beim Kämpfen geht es nicht nur darum, anzugreifen, du musst dich auch verteidigen. Der Gegner weiß das und wird deine Angriffe blocken. Durchbricht seine Abwehr mit einem Drachensprint. Okay. Weiß nicht genau, was er genau von mir will, aber wir finden das schon noch heraus. Und hoffentlich steigt Krillin dann auch mal im Level ab. Wäre. Hatten wir das nicht schon mal? Okay. garantiert nicht ganz. So wie geplant, aber ich dachte, ich könnte mein Team ändern. Warum kann ich es jetzt doch nicht? Ja, wir können die Hilfe für Raten erhöhen. Nein? Okay. Dann retten wir Yamashu. Denke ich. Hoffe ich. Natürlich sind wir hier, um dich zu retten. Ja! Und die Klone können offensichtlich nicht reden. Yay. Können wir das so einfach gewinnen? Okay. Thank you.
Okay, das war's. Ah, okay, dafür kann ich das also gebrauchen. Okay. War gar nicht mal so schwer. Wie heißt das noch? Das Glück ist mit den Dummen. Ah. Sorry. Ja. Wenigstens das hier am Schuh. Nicht von Bulmas Gerät. Ja, brauchen wir. Hoffen wir es. Nein. Okay. Okay. Lass mich mal kurz das Team bearbeiten. Wir kämpfen mal eben mit ihm. Und eigentlich will ich, dass Son Goku, ja. Son Goku soll als nächstes mal hier Level Up bekommen. Ich dachte, wir kriegen mehr Fähigkeiten. Nein? Okay. Okay. Machen wir das. Und dann besiegen wir den Boss. Ich denke, dass das wäre was, ne? お前結構きついこと言ってるって。そんなことより今目の前の敵に集中しよう。それにこの戦いが修行みたいなものだろ。そういうことで納得してくれよ。Okay.
Ja, würden wir nie versuchen, ne? Okay. Okay. Es geht los. Okay. Wieso hat das gerade nicht mehr geklappt? Ich hab doch keine Ahnung. Warum funktioniert nicht das, was ich mir vornehme? Okay. Okay. Ja, machen wir das. In der Hoffnung, dass es einfach so klappt und keine Komplikationen auftreten. Das Böse ist aufgetaucht, der Plan der Red Ribbon Armee. Ah, da sind sie also. Ah. Ah, Goku. Uiuiui. Uiuiui. Hauen wir ihn auf die Fresse, denke ich. Es läuft noch immer darauf hinaus, oder? Sag ich jetzt was Falsches? Es ist ruhig, geradezu gespenstisch. Ja,
C18! Und wer ist das? Also, dass das Cell ist, erkennt man, aber wer ist der andere? Wer ist die andere? Genau! Krillin, zeig sie ihm! Er sagt also auch nichts. Schön. Oh. Wenigstens muss ich hier keine Sachen vorlesen. Also ich könnte sie schon vorlesen, aber... Nasloser Begleiter. Aber wieso? Und wer ist die andere? Aber wer ist sie? Ja. Fremder? Krillin hat Feuer. ich hoffe mal, das sieht man nicht. Entschuldigt kurz. Schließ das einfach. Gott! Ich hoffe, das sehen wir nicht, sonst muss ich es rausschneiden. Ich hasse es, wenn Sachen aufploppen. Wenn Sachen einfach aufploppen, obwohl sie es nicht sollten. Das ist das Schlimmste. Wenn ich
Nein! Setz auf Standard zurück, danke. Danke. Okay. Ich habe zwar den Hochsprung nicht kapiert, aber den Rest haben wir doch ganz gut hinbekommen, oder? Ich finde, ich werde immer besser. Und besser. Und ich glaube, jetzt kommt eine Cutscene. Oh, oh, oh. Ich bin zäh, diese ganze Welt. Die halten meine wahre Kraft zurück. Du bist erledigt, zäh. Ich bin Kalin. Und wer ist diese Frau? Ihr werdet eure Fehler erkennen, ihr Idioten. Und wie ihr das werdet. Ah, 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 ah. Und dann kann kein noch so großes Bedauern mehr retten. Genau, was labert der da? Nicht das! Hätten Sie nur eine Sonnenbrille auf! Ja, einfach. Ja, haarscharf erkannt, Sergeant Panzerauge. Aber wer ist sie? Alles gut, keine Sorge. Sie ist nur bewusstlos. Aber wir sollten sie sicherheitshalber lieber untersuchen lassen. Ja, das stimmt wohl. Ich bin Kalin. Nee, ich lasse das einfach. Wir lesen nicht vor. Vielleicht weiß sie das. Hm. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ach Krillin. Die Red Ribbon Armee. Aber warum steckt die Armee dahinter? Kommt mir bekannt vor. Okay. Ergibt alles einen Sinn. Hm.
Wie immer, Son Goku, rette den Tag, bitte. Sollte man annehmen. Ja, das würde helfen. Ach, schade. Aufregende Flucht, würde ich sagen. Ja, da gebe ich dir recht, Goku. Familie? Okay. Die Story gefällt mir bis jetzt relativ gut. Ist halt mal komplett was anderes. Piccolo lebt wieder, findet C16. Vielleicht sollten wir dich mal kurz gegen Tenshinhan austauschen. Dann könnten wir gucken, ob wir hier noch was haben. Bärenkieladung Stufe 1, okay. Haben wir sonst noch was? Nein. Okay. Dann speichern wir. Und ich glaube, ihr wisst sehr genau, was jetzt kommt. Ja, wir verlassen den Story-Modus und beenden diesen Part. Wir sind schon wieder viel zu lange dran. Aber ich denke, wir kaufen hier noch was. Mäzeni. Kaufen wir eine. Was kriegen wir? Titel Grüner Drachengott. Okay. Und dann würde ich sagen, zurück zum Titelbildschirm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Also jetzt wirklich. Bis dann. Tschüss.